Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown mit mir, dem Herrn Gleich und dem Herrn Sofort neben dran Ja. von unserem Kanal Sofort Und und gleich. Gleich. Richtig. Ein Applaus. Ohne YouTube. Ohne So. YouTube. Richtig. Herr Gleich, das ist richtig. Hast Wow, richtig ich gemacht. lerne auch dazu, siehst du. So, und heute haben wir Haben wir. die Capo Era Box ist jetzt Lass mich neu raten, da ist rausgekommen. Capoeira. Da ist Capoeira drin, ist neu Ist rausgekommen. da echt Capoeira Ja, und sexy Tanzkampf, ja. Ist drin? natürlich mega Gott. nice, Capoeira. Was? Was? Mega nice, ich hab den sexy Tanzkampf. Ja, aber dadurch eben, genau darum geht es mir. Die meisten von, oder viele von uns werden die schon Du haben, die nicht? werden. Auf dem Account nicht, nein. Auf dem Account nicht, tatsächlich nicht, nein. So, hier gibt es natürlich auch wieder relativ viele Öffnest du eine Kombos. Box? Öffnest du eine Box? Nein. Schade. Weil ich habe keine 800 Gems gerade zusammen. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz hier rein in die Kombos. Guck hier gleich. Typische Fighter-Kombos, ne? Ja, guck hier gleich. Da. Siehst du Ja. das? Siehst Ja. du das? Okay. So, typische Fighter-Box, also Fighter-Kombo-Karte. So, dann haben wir hier den Capoeira Reginald, Alem YMCA. Die YMCA. ist natürlich geil. Also ich glaube, Ja. die habe ich weiß gar nicht, wie oft ich die Ich jetzt hab schon die habe. Quad Fuse, Ich glaube glaube, ich ich. könnte die sogar auch jetzt Ich dann hab die quadfusen damit. Quad Aber Fuse. dann haben wir eine Tina, Tina, Chris mega Griffin. geil. Und Chris Griffin halt auch geil, ne? Ja. Unterhosen Karate Scheiße. Ja, Tanz das kurz jetzt kommt Kacke. natürlich nur noch der Dojo Bein Schrott. Kacke. Eine Knarre zu Weihnachten Kacke. Die besten Sohnpartys Kacke. Und Ja, Dojo Bein Kacke. vor allem, sorry Leute, aber das ist was, das hat Kongregate bis heute nicht verstanden. Wenn wir doch schon eine Fighter-Box haben, was will ich denn dann mit einer Waffenkarte, einer Alkoholkarte und einer Sportkarte da drin? Aber na gut, also das wird sich, glaube ich, auch nicht mehr ändern, Ja. das Thema, das ist echt. Dann gehen wir mal hier hinten in die Die Combo Mastery Marriage rein, in die Combo Masters. Mastery für heute. So, und das ist natürlich wieder mal eine Mega-Enttäuschung. Der Bondage Klaus. Sorry, aber. Ihr habt ja inzwischen schon mitbekommen, was ich von Klaus Heißler halte. Und der Bondage Klaus ist zwar, sieht zwar cool aus, ist eine schöne Karte, Ja, super, das kriegt er gar nicht so. aber was bringt mir das? Nix. So, jetzt kommt allerdings mal etwas, was schon Freshman durchaus Chris. wehtut. Also der Freshman Chris, geh mal bitte in die Legendary-Version. Genau. So, und jetzt schaut euch das mal an. Das Ding hat hier schon alleine 43 Angriff. Also gleich von Und vornherein ein ja. First Hit. So mit 43 Angriff und kannst du schon Hallo, ihr seht mich, hallo. Den an, ein oder anderen First Hit starten, ja, und damit ein Match mit glatten 100 Punkten zum Beispiel im Rumble durchaus das ein oder andere Mal beenden. Bedeutet also, diese Combo, ja, kann unter Umständen schon was wert sein, ne? Also, gerade für die First Hitter. Das ist, ich sage immer, First Hit entscheidet schon das Autorin. Match. So, dann haben wir hier Paintball Bill. Paintball Bill, was natürlich auch für die Leute, die den Bill in Legendary haben. Ihr könnt übrigens, Leute, an die Leute, die es noch nicht wissen, ihr könnt auf YouTube einstellen, in den Einstellungen halt, zum Beispiel die Zeitlupe einstellen, könnt ihr das euch genau angucken, was hier alles ist. Wenn ich die Also Bilder der, scrolle. bleib mal bei einem stehen, wenigstens kurz mal, so bei einem Leggy. So, was haben wir denn da? Relativ viel Gas. Ja, und geh mal runter. Ich sehe seh die Leben nicht. Wow. Ja, das Ding Paintball Bill habe ich jetzt auch schon ein paar Mal auf dem Feld gesehen. Das tut schon auch schon weh. Und nun Also aber die nächste Enttäuschung. für die Leute, die jetzt einen Bill haben in Legendary, ja, Lohnt die sich. 1000 können sich auf jeden Fall lohnen für So, euch. jetzt haben wir die Stuart des Franzin. Und dann haben wir natürlich mal wieder, ja. Guck mal hier in eine grüne Stuart des Franzin. Stewardess Francine, sorry, aber das Ding sieht mega gagge aus und ist auch mega gagge. Also, Ja, was soll man dazu sagen? was Da war willst du die dazu gute sagen? Fee. Die habe ich ja schon. Gott. Wie lange habe ich die denn nicht mehr gesehen? Ja, Die gute Fee. aber also Leute,
die 1000 könnt ihr euch auch sparen. Ja, das war's jetzt hier schon wieder von unserer Daily Animations Throwdown Store Geschichte. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns mal ein Like da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal. Schaltet es nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animations Throwdown. Mit uns, dem Herrn gleich und dem Herrn sofort. Oder dem Herrn sofort und dem Herrn gleich. So, macht's gut, bis dann und ciao.